Dämonenkönige. In Tensei Shitara Slime, Dattaken gehören mit zu den stärksten Charakteren. Wie ist Rimuru zum Dämonenkönig geworden? Yo, was geht Leute, KingADB ist am Start. In diesem Video werden wir uns angucken, wie und warum Rimuru zum Dämonenkönig geworden ist. Dabei liegt der Fokus darin, die Attacken Megiddo und Argus zu erklären. Da wir schon die 5000 Abonnenten erreicht haben, ist das Ziel für 2023 10.000 Abonnenten. Wenn sich das für euch gut anhört, dann macht die 150 Likes voll und guckt das Video bis zum Ende. Das ist gut für den Algorithmus. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Wie Rimuru Tempest zum Dämonenkönig wurde und die Tensura-Welt kontrolliert, let's get it! Ein Dämonenkönig zu sein bringt einen Respekt, Anerkennung und Macht. Doch die Schattenseite ist, dass man ständig um sein Territorium kämpfen muss. Sei es ein benachbartes Land, das mehr Ressourcen haben will, oder ein anderer Dämonenkönig, der sein Territorium ausweiten will. Da Rimuru für sich und seine Freunde ein chilliges Leben aufbauen wollte, war es unausweichlich, dass er zum Dämonenkönig werden muss. Denn Ideale ohne Stärke bleiben nur Träume. Rimuru will zwar ein chilliges Leben mit seinen Freunden führen, aber wenn er nicht stark genug ist, diesen Lebensstil beizubehalten, wird er einfach nur überrannt werden. So ging Rimuru naiv durch die Welt und schloss Abkommen mit anderen Ländern ab, um Güter zu beziehen und Handel zu betreiben. Länder wie die Zwergennation Vargon, Beaumont und Yurasania haben mit Tempest zusammengearbeitet. So wurde Tempest immer größer und hat im Westen mehr an Bedeutung gewonnen. So sehr, dass Farmers auf Tempest aufmerksam wurde. Farmers ist ein Land, was durch den Tourismus und importierten Gütern lebt. Der Tourismus kommt zustande, weil Farmers sich genau zwischen drei bekannten Ländern befindet. Das wären das Königreich Beaumont, Inglasia und Vargon. Da der Jurawald am Anfang der Story wegen den Dämonen und Veldora unpassierbar war, war durch Farmers der einzige Weg, wie man nach Inglasia oder Dwargam kam. So hat Farmers durch den ganzen Tourismus und Abenteurer profitiert. Zum Beispiel sind allerlei Schmiede aus Dwargon nach Farmers gekommen, um ihre Waffen zu verkaufen. Auf eingeführte Güter wie Waffen aus Dwargon wurden absurde Steuern angesetzt und es wurde sich dumm und dämlich verdient. Doch als der Jurawald sicher wurde und man in Tempest viel besser Handel betreiben konnte, sanken die Einnahmen in Farmers rapide. Deshalb war der Plan, Tempest zu vernichten, damit sie wieder den Markt übernehmen konnten. Genau das ist auch passiert. Die Farmers-Soldaten haben Tempest zerstört und haben dabei Shion und weitere Freunde von Rimuru umgebracht. Hier wurde Rimuru mit seiner eigenen Schwäche konfrontiert. Er mag zwar nette und coole Absichten haben, aber braucht dennoch Stärke, um sie auszuführen. Voller Wut und Reue betrachtet Rimuru seine toten Kameraden. Dann kam Alan und trug Rimuru eine Geschichte vor. Eine Geschichte, wie Milim Nava ein Königreich zerstört hat, so zum Dämonenkönig wurde und ihren geliebten Freund den Chaosdrachen wiederbelebt hat. Rimuru verstand sofort, dass er zum Dämonenkönig werden musste. Der große Weise bestätigt auch direkt, dass er die Anlagen dafür hat und jetzt nur 10.000 Seelen bräuchte. Er hofft, dass die Farmers-Soldaten genau diese Anzahl an Soldaten übrig hat. Wenn nicht, würde er einfach andere Feinde aus Farmers opfern. Diese Kaltblütigkeit sieht man nur in den Novels. Im Anime wird Rimuru ein bisschen netter dargestellt. Bevor er aber zum Dämonenkönig wird, gibt es eine Sache, die allen Unbehagen bereitet. Und zwar hat Rimuru Angst, dass er sich durch die Weiterentwicklung verändert und zu einem unkontrollierbaren Monster wird. In diesem Fall sollen Bilimaru und Co. Rimuru auslöschen. Da nun alle Fragen geklärt sind, fand 4 Tage später der Angriff statt. Wenn ihr Interesse an coole Funko Pops habt, dann checkt meinen neuen Kooperationspartner SneakerKing99 ab. Die haben mir Funko Pops von Naruto, Sasuke und Black Goku zugeschickt und das sieht einfach nur killer aus. Mit dem Code KingADB10 erhaltet ihr 10% Rabatt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr die Funko Pops kauft, unterstützt ihr mich auch damit. Danke für euren Support und danke an SneakerKing99 für diese Kooperation. Rimuru flog zum Lager der Farmers-Soldaten und errichtete eine Anti-Magie-Barriere. Infolgedessen schlachtete er mit Megiddo die Farmers-Soldaten ab. Die erste Frage, die ich mir stellte, ist, wie kann Rimuru Magie in der Anti-Magie-Barriere nutzen? Ganz einfach. Megiddo nutzt keine Magie, sondern ist eine reine physikalische Attacke. Deshalb konnte er die Attacke in einer von ihm erstellten Anti-Magie-Barriere nutzen. Megiddo wurde im Anime nicht ein bisschen erklärt, aber in der Novel schon. Ihr werdet gleich merken, wie krass diese Attacke eigentlich wirkt. Ist. Rimuru benutzt bei dieser Attacke Elementargeister, die keine Magie verbrauchen. Er nutzt hunderte Wasserelementargeister und formt sie zu einer riesigen konvexen Linse, die er über sich bildet. Des Weiteren befinden sich um und unter ihm weitere Wasserkugeln, die jeweils das Licht weiterleiten. Die riesige konvexe Linse sammelt dann das Sonnenlicht. Wie bei einem Prisma bricht dann das Licht, verteilt sich auf die anderen Wasserkugeln und bricht dann weiter und tötet nach und nach die ganzen Soldaten. Die Lichtstrahlen sind mehrere tausend Grad heiß und unmöglich zu verteidigen für die meisten. Wenn Licht auf ein Prisma gestrahlt wird, bricht dieses Licht in Regenbogenfarben und in weiteres Licht.
So entstehen auch die Regenbogen, indem Licht auf die Regentropfen treffen und dann brechen. Normalerweise müsste die Attacke in Regenbogenfarben sein, aber wir wollen mal nicht so kleinig sein. Wenn man Megiddo genauer betrachtet, muss man schon die Kreativität vom Autor bewundern. Durch Megiddo hat Rimuru dann ein Minimum von 10.000 Seelen erhalten und hat sich dann zum Dämonenkönig weiterentwickelt. Er konnte erfolgreich seine toten Kameraden wiederbeleben. Wenn ihr wissen wollt, welche kranken Fähigkeiten er bekommen hat, dann checkt den zweiten Teil von alle Fähigkeiten von Rimuru Tempest erklärt ab. Rimuru ließ den König Edmaris, Rasen und Erzbischof Rehim am Leben, um mit Pharmas verhandeln zu können. Er schickte Yum und Diablo nach Pharmas, um das Land unter Kontrolle zu bringen. Pharmas stellt jetzt keine Gefahr mehr dar. Wenn ihr wollt, dass ich ein detailliertes Video dazu machen soll, wie Tempest Pharmas übernommen hat, dann schreibt es mit einem super Dankeschön in die Kommentare. Megiddo ist eine mächtige Attacke, aber hat eine große Schwäche. Sie funktioniert nur, wenn die Sonne scheint. Je stärker die Sonne scheint, desto stärker ist Megiddo. Kein Problem. In Band 12 hat Rimuru einen Weg gefunden, wie man Megiddo auch bei Nacht nutzen kann, und zwar durch die Fähigkeit Argos. Um sich auf den Krieg gegen den Osten vorzubereiten, hat er eine Spionagefähigkeit namens Argos entwickelt. Das Prinzip dahinter ist, dass Elementargeister linsenförmige Wassertropfen wie bei Megiddo steuern. In der Nähe der Stratosphäre platziert er dann eine riesige Wasserlinse, die eine vergrößerte Ansicht des Zielorts anzeigen, weil die Wassertropfen es auf die riesige Wasserlinse reflektieren. Mit den kleinen Schleim, die durch Raumkontrolle mit ihm verbunden sind, kann er dann eine nahtlose Übertragung herstellen und so das Bild vom jeweiligen Ort in die Kommandozentrale projizieren. Um ehrlich zu sein, habe ich Argos immer noch nicht zu 100% verstanden. Aber fürs Erste sollte es genügen, dass Rimuru damit andere Länder ausspionieren kann. Auch kann Rimuru mit Argos in der Nacht Megiddo einsetzen. Dies funktioniert, weil er einfach selber Licht produziert und weiterleitet. Er hat spaßeshalber einen Lichtstrahl neben Gubuta gefeuert. Der hat sich gewundert. Wenn ihr eine bessere Erklärung für Argos habt, dann ab in die Kommentare damit. Mit Argos hat Rimuru einen unfairen Vorteil und kann so ein Stück weit die Tensura-Welt kontrollieren und ausspionieren. Megiddo und Argos sind zwei interessante Attacken. Sie sind nicht nur overpowered, sondern auch richtig kreativ. Was denkt ihr? Wie findet ihr die Attacken? Schreibt es in die Kommentare. Demnächst werde ich die Tensura-Welt besser erklären. Schaltet die Glocke ein, um nichts zu verpassen. Jo, das war's mit dem Video. Ich habe die Danke-Funktion jetzt freigeschaltet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir was spenden. Euer Kommentar wird dann automatisch in den Kommentaren hervorgehoben mit dem Betrag, den ihr gespendet habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Folgt mir auf Patreon oder werdet YouTube-Mitglied, da gibt es extra Content für euch. Ihr könnt mir auch auf PayPal spenden, das supportet den Channel sehr. Tritt mein Discord bei, folgt mir auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Jane. What it do, what it do, what it do. Willkommen zu der dritten Podcast-Folge X Yonko. Wir werden einfach einen chilligen Anime-Talk haben. Ich habe ein paar Fragen gestellt, er hat sie mir beantwortet. Let's get it!